Grad eben bin ich wach geworden und hab einen Blick zum Fenster ausgeworfen. Alles ist noch dunkel draußen und ganz vereinzelt fallen ein paar Schneeflocken vom Himmel runter. Richtig tanzen, tanzen im Mondlicht, das die Wolken durchlassen. Und der Boden vorm Haus schaut aus, als hätte jemand einen Zucker drüber gestrahlt. Selten kommt's vor, dass uns Anfang November schon ein wenig Schnee her wird. Ich kann mich erinnern, dass man früher gesagt hat, wenn der erste Schnee so bald fällt, nachher kommt ein schlimmes Unglück. Und jetzt, wo ich die Schneeflocken oberrieseln seh, da fällt mir auch wieder ein, wann's das letzte Mal so früh geschneit hat. Und was das für ein Unglück war, das dann gekommen ist. Beinahe hätte ich es vergessen gehabt, weil ich nur so ein kleines Kind gewesen bin. Ich weiß jetzt wieder, wie es mich damals ins Bett geschickt haben. Die ersten Flocken sind runtergefallen, wie es an dem Tag dunkel geworden ist. Und da wollte ich mich vor lauter Gaudi gar nicht schlafen legen. So aufgeregt war ich, weil ich mich so auf den ersten Schnee gefreut hab. Bloß der Peppi, unser alter Knecht damals, der ist unruhig geworden. Wisst ihr nicht, was das bedeutet, wenn der erste Schnee so früh fällt, hat er gesagt. Das heißt, Tovergors ist unterwegs. Macht's die Tür nimmer auf. Bleibt's weg von die Fenster und lasst den Kamin über Nacht brennen. Die Hovergors. Das ganze Jahr über hat der Alte immer wieder von dem Teufelsviech gesprochen, als war er richtig besessen davon. Hat uns verzeiht, wie es ausschaut, dass daherkommt, wäre ein riesiger Gorsbog und aufrecht gehen kann, wäre ein Mensch. Ein Drum Kopf hat's auf, mit drei oder vier Händel. Was auftaucht, bringt's Krankheit, Hunger oder Elend mit. Oder sie sucht's einfach jemanden aus und nimmt ihn in ihrer Kirm, wäre es mit in die Höhe. Mutter hat dann gesagt, er soll mit dem Schmarrn aufhören. Und dann ist mit mir das Sting aufgegangen und hat mich ins Bett gebracht. Der alte Spind, hat's zu mir gesagt. Der hat früher schwere Zeiten gehabt. Und wer seine Not am größten war, da ist ihm in der Nacht seine Frau davon, ist weggelaufen von ihm und hat die Kinder mitgenommen. Seitdem hat er einen Vogel, hat's gemeint. Und weil es mich dann ein wenig aufheitern wollte, hat's gesagt, dass ich morgen Schlitten fahren gehen kann, wenn nur Schnee liegen bleibt. Dafür müsst's bloß die ganze Nacht durchschneien. Darauf hab ich mich natürlich gleich so gefreut, dass ich erst gar nicht mehr hab einschlafen können. Und als ich nachher in der Nacht wach geworden bin, hab ich gar nicht anders gekannt, als wir aufstehen und nachschauen, ob's immer noch so schneien tut und wie viel Schnee schon da liegt. Also bin ich ausgekupft aus den Federn und bin zum Fenster hin, hab den Vorhang weggetan und da waren's, die Schneeflocken. Seine Mondlicht obergrieselt, dass der ganze Boden schon weiß war. Alles war mit einer leichten Schicht Schnee überzogen, bis auf eine dunkle Spur, die vom Wald aus zu unserem Hof hergeführt hat. Irgendwer ist da entlang gegangen gewesen und hat mit seinen Füßen die dünne Schneeschicht durchbrochen, sodass der dunkle Herbstboden drunter zum Vorschein gekommen ist.
Als Kind hab ich mir nix weiter dabei denkt. Ich hab einfach dem Treiben von die Schneeflocken weiter zugeschaut. Bis ich auf die Idee gekommen bin, ich könnt ja oben gehen und einen Schneeball machen. Unten vor der Tür. So hab ich mich drauf gefreut, dass ich einfach den Schnee zwischen meine Finger spüren wollte. Also hab ich mich aus meinem Kammerl ausgeschlichen und bin leise zu den Stiegen hin. Wäre aber noch nicht einmal die Hälfte der Treppen runtergegangen war, hab ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Unten hat das Holz vom Brederboden genorzt, als dat wir in der Sturm drin umeinander gehen. Auf einmal war's dann unheimlich stark. Das war eine Stille, dass mir die Haare aufgestellt hat. Ganz deutlich hab ich gespürt, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Gleich bin ich stehen geblieben, hab geschnauft, so leise wie es gegangen ist. Und dann hab ich gesehen, wie ein Schatten immer kleiner zu mir hergekommen ist. Storrt vor Schreck bin ich da gestanden, hab mich nicht mehr rühren können und hab bemerkt, wie Epps von der Seite nach mir gegriffen hat. Der Pepe war's, der alte Knecht, der mich an der Schultern packt hat. Seine Augen waren weit aufgerissen vor Angst und er hat seinen Finger auf die Lippen gelegt, damit ich ja leise bin. Beverl, hat er mir zugeflüstert. Tobergas ist da. Tobergas ist im Haus herin. Gleich hab er mich zu tot gefurchten und hab am ganzen Körper zum Zittern angefangen vor lauter Angst. Das Kaminfeuer ist ausgegangen, hat der Pepe weitergesprochen. Und jetzt ist Tobergas reingekommen. Geh zurück in deine Kammer, Beverl. Sonst geht's dabei meine Kinder, die sind damals von der Habergas geholt worden. Versteck die unterm Bett und bett der Vater unser. Komm nimmer raus, bis heu wird. Genau das hab ich dann gemacht. Jetzt fällt's mir wieder ein, wie mich in die Zeche gefroren hat unterm Bett. Und wie ich ein Vater unser nach dem anderen Bett hab. Irgendwann hab er mich traut und hab mein Decken auch unter das Bett abgezogen, hab mich voller Angst zudeckt und bin dann irgendwann eingeschlafen. Erst in der Früh, wie ein Sonnenlicht durch einen offenen Vorhang in mein Kammerl eingefallen ist, hab er mich aufstehen traut. Der Vater und die Mutter waren schon lang auf die Füße. Und wie sie mich gesehen haben, haben sie gleich gemeint, sie müssen mir jetzt was mitteilen. Der alte Pepe war nicht mehr da. War über Nacht einfach verschwunden. Seine Spur tat in den Wald einführen. Aber bei der Schnee schon wieder ein wenig geschmolzen war, kann man's nicht weiter als wei bis zum Waldrand verfolgen. Sofort hab ich an Tobergas denken müssen und hab am Vater und der Mutter alles verzeiht, was in der Nacht los gewesen ist. Aber der Vater hat bloß mit Verachtung gelacht dazu. Der hat die Eis geschmiert, hat er gesagt. Der wollte bloß seine Ruhe haben, wer er verschwunden ist. Den hat kein Teufel nicht mitgenommen. Abgehaut ist er, weil er im Dorf so viel Schulden hat. Und da hat er keinen Braucher können, der sieht, wo er hinrennt.
Als Kind spielt einem die Fantasie oft einen Streich. Und die ganze Zeit hab ich mich gefragt, was etwa jetzt gestimmt hat. Dass der Beppe vor seine Schulden im Dorf geflüchtet ist. Oder dass er einen Tobagos mitgenommen hat. Ich hab das Gefühl, dass ich die Antwort darauf heute Nacht krieg. Grad eben haben sie nämlich die Wolken ein wenig verzogen. Und jetzt, wo das Mondlicht auf die Felder fällt, sehe ich eine Spur, die vom Wald aus direkt zu unserem Hof herführt. Irgendwer oder irgendetwas hat mit schwerem Schritt die dünne Schneeschicht durchbrochen, sodass der dunkle Herbstboden drunter sichtbar worden ist. Und ich hab das dumpfe Gefühl, irgendwer oder irgendetwas ist im Haus herin.